Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zum Easter Hack 2017. Wie ihr alle sicherlich gemerkt habt, sind wir nicht in Frankfurt. Das mussten wir leider denn irgendwann letztes Jahr kurzfristig umdisponieren. Wir sind aber dicht genug dran, man kann die Skyline fast sehen. Wir haben 4 Tage Programm für euch. Sicherlich cooles Zeug, macht Workshops, wir haben viel Platz, flauscht, wir haben 12 Sofas mitgebracht. Wir haben Deko angeschleppt ohne Ende, wir haben die letzten Monate geplant, gemacht, getan und hoffen, wir haben genug Raum für Zufall gelassen. Unser Motto ist ja, wie ihr gemerkt habt, ist das Zufall oder kann das weg? Entstanden daraus, dass irgendeiner in einem ersten Planungsmeeting gesagt hat, 17 ist die zufälligste Zahl. Das war die Limon und die hat das auch wissenschaftlich begründen können. Jetzt gab da eine Studie, die hat Menschen befragt und die wurden gefragt, nennen Sie eine Zahl. Welche ist die zufälligste Zahl, die Sie kennen? Gewonnen hat 17. Das heißt, wenn euch hier irgendwelche merkwürdigen Dinge passieren, also normalere Dinge als normal oder merkwürdiger als merkwürdig, ja, ihr wisst, woran es liegt. Ich war es nicht. Vielleicht kurz noch zur Location, wo wir hier sind. Wir sind in Mülheim am Rhein. Ich habe es vorher auch noch nicht gehört. Die Halle wir hier. Wir sind natürlich in Mülheim am Main. Das andere Mülheim wäre auch an der Ruhr. Ich kriege jetzt schon wieder, also ich bin ja zugereister und so. Die Spree ist kleiner als der Main, hat man mir gesagt neulich. Wir haben diese tolle Multifunktionshalle, die wir, das war ein Kriterium, ausgesucht haben. Ja, es ist verwinkelter als das CCH, man kann sich hier ganz toll verlaufen. Ausgesucht haben, wir haben Platz ohne Ende, macht was draus. 2 Bitten haben wir trotzdem, klebt nichts nirgendwo hin. Wir haben jetzt schon ein paar Sticker irgendwo entfernt, das kommt hier nicht so gut an, da kriegen wir Ärger für. Wenn ihr Gaffer-Tape braucht, wir haben ein paar Rollen für euch, da gibt es zertifiziertes Gaffer-Tape. Fragt einen Engel, fragt irgendjemand mit einer Funke, gebt mir Gaffer-Tape. Es gibt Dinge, die könnt ihr modden, die sollt ihr modden. Zum Beispiel hier vorne im Hackcenter steht ein Roboter. Ich will, dass der mir Frühstück macht am Tag 4. Macht was. Das wünscht sich die Küche auch. Ja. Im Gebäude ist absolutes Rauchverbot. Also nicht nur aus, wir mögen keine Raucher, weil sie stinken, Gründen, sondern auch, weil feuertechnisch das überhaupt nicht geht im Gebäude. Das ist halt ein bisschen älter und keine Ahnung. Also raucht bitte draußen und raucht bitte auch nicht in den Türen. Das finden die Nichtraucher nämlich echt scheiße, wenn es denn reinzieht. Wir haben euch ein paar Bierbänke hingestellt. Vielleicht finden wir noch ein paar Pavillons, falls es regnet. Wir haben hier Anwohner, die kann man nicht sofort sehen, weil hinten raus haben wir ja den Main und vorne haben wir schöne große Wiese, aber es ist nicht so weit bis zu den Anwohnern. Das heißt, da wir nicht vorhaben, abends hier leiser zu machen, bitte achtet darauf, dass so ab 22 Uhr die Türen nach draußen zu sind. Einfach, damit die Cops nur ein-, zweimal rufen und nicht alle 10 Minuten. Jo, dann laut, wo wir gerade dabei sind. Heute 18 Uhr wird die Lounge eröffnet und Spock hat sich wie immer Arme und Beine ausreißen lassen dafür, das zu organisieren. Und hat uns für 18 Uhr einen Gitarren-Act, den Frank Solzer, organisiert. Also kommt zahlreich. Jo. Und damit ihr das ertragt, hat der Telegram was für euch. Genau. Also noch ein paar Infos zur Location hier.
Zur Orientierung, wir sind hier im Vortragssaal. Aus meiner Richtung links, aus eurer Richtung rechts, durch diese Wand durch, ist das Hackcenter. Am Eingang, wo ihr reingekommen seid, diese paar Stufen hoch links, gibt's das Frühstück und abends die Bar, wo es Chunk gibt. Vielleicht interessant. Wenn man zu viel Chunk hatte und die Treppe daneben runterfällt, dann ist man bei den Toiletten. Da ist dann auch praktischerweise gleich die Lounge, also kann man gleich liegen bleiben. Ein bisschen komplizierter wird's, wenn man die Workshop-Räume sucht, die da Kleines und Großes Kolleg und Kegelbahn heißen. Da muss man nämlich durch die Eingangstür, durch die man rein kann, wieder raus. Rechts um das Gebäude rum. Und dann sind da so Schilder mit so einem... Eck. Da haben wir einen Zaun hingestellt. Okay, da steht ein Zaun. Hinten raus und links ums Gebäude. Okay, hinten raus und links ums Gebäude. Also aus dem Hackcenter raus, links ums Gebäude rum, geht zu den Kollegräumen. Genau, dann gibt's noch diese Kegelbahn. Das ist ein Workshop-Raum von uns. Da ist auch eine Kegelbahn drin. Die heißt nicht nur Kegelbahn, aber die ist verpachtet und die dürfen wir leider nicht bespielen. Ja, wo wir bei den runterziehenden Punkten sind, habe ich noch ein paar. Es wäre ganz cool, wenn ihr mit Sternchenboards, Hoverboards, Skateboards, Kickboards hier nicht in der Halle rumfahren würdet. Es gab da auf früheren CCC-Veranstaltungen Unfälle. Was? Bin ich zu hören? Okay. Da gab es bei früheren Veranstaltungen Unfälle, die in Krankenhäusern endeten. Das wäre cool, wenn wir das vermeiden könnten. Es gibt draußen, glaube ich, genug gepflasterte Fläche. Auch da wäre es cool, wenn ihr niemanden umfahren würdet. Ansonsten, falls jemand mit einem Raumfahrzeug angereist sein sollte, hätte ich die Bitte, es nicht auf dem Veranstaltungsgelände zu parken, denn unsere Haftpflicht weigert sich, Raumfahrzeuge zu versichern. Ebenso, falls jemand in seinem Wohnwagen oder Camper einen kleinen Nuklearreaktor betreibt für den Strom, bitte, bitte, bitte nicht explodieren lassen. Auch nukleare Explosionen konnten wir leider nicht versichern. Weiterhin könnte das bis zu 5 Jahre Knast geben, weil Herbeiführen von Nuklearexplosionen in Deutschland. Also nur 5 Jahre, ne? dann noch eine Sache, um da noch offiziell darauf hinzuweisen, in der Halle darf nicht übernachtet werden. So, dann sind wir nochmal bei der Halle. Wie euch hier vielleicht aufgefallen ist, ist hier drin recht schicker Parkettboden. Dass ihr, wenn überhaupt, dieses Gaffer, was es bei Engeln, Orgas, sonst wo gibt, benutzt. Eine Sache, bitte auch nichts dran festschrauben oder so. Es verleitet vielleicht, da so schnell eine Spackschraube reinzudrehen. Auch in die schönen holzvertäfelten Wände. bitte auch nicht, das wird teuer. Okay. Dann noch eine Sache, wer erinnert sich noch an die Easter Hack in Stuttgart? Wer war bei der Andacht? Okay, ich kann euch beruhigen, wir haben keine Andacht. Wir kamen so am Tanzverbot vorbei. Wir dürfen heute Abend Party machen, auch ohne Pfarrer. Dann habt ihr bestimmt schon gesehen, unter eh17.easterhack.eu findet ihr unser Wiki. Da gibt es einen anonymen User, wenn da jemand was eintragen will und sich nicht einen Account klicken will. Der User ist eh17. Das Passwort ist eh17. Beides kleingeschrieben. Wen das überfordert, ich habe das vorhin vertwittert, kann man nachgucken. At Easter Hack. Wenn ihr da ein /Fahrplan mit großem F hinten dran hängt, dann findet ihr den Fahrplan. Das VOG ist auch hier angerückt mit viel Technik und Equipment. Wenn ihr gerade mal nicht in der Halle seid oder in einem Vortragsraum und einen Vortrag verfolgen wollt, streaming.mediaccc.de/eh17 findet ihr die Streams. Und dann haben wir irgendwie noch so komische Legacy-Technik hier am Start, so mit irgendwie Circuit-Switch-Telefonie in zweierlei Natur. Einmal so richtig Circuit-Switched mit Drähten durch die Decke. Die Chaos-Vermittlung hat hier diverse Nebenstellen aufgebaut und ist seit gestern mehr oder minder operational. Und
das POC ist angereist und ab irgendwann gibt es dann auch die DECT-Registrierung. Oder gibt es die schon? Keine Ahnung. Okay, ab irgendwann gibt es die DECT-Registrierung, bleiben wir dabei. Bitte? Was habe ich gesagt? Ja, Feldtelefone. Okay. Ja, dann noch eine Sache. Wir haben zwei Bars. Tagsüber ist tendenziell die hier im Hackcenter geöffnet. Und ab späten Nachmittag, frühen Abend macht dann vorne die eine auf, dort wo jetzt noch das Frühstück stattfindet. Und da gibt's dann auch ab 19, 20 Uhr Chunk. Ja. Ach so, genau. Dann noch eine kleine Sache. Zwischen 5 und 6 Uhr morgens gibt es leider nichts zu trinken. Also deckt euch vorher ein, weil wir müssen eine Sperrstunde einhalten von einer Stunde. Okay, das war mein Paar. Ach so, eins habe ich noch vergessen. An der Fensterfront im Hackcenter bei der Legacy-Technik sitzen die Funkamateure von der Chaoswelle und ja, funken. Und damit bin ich mit dem Teil durch. Und jetzt hat Tiny noch was zur Essenslage, glaube ich. Ja, ich versuche das auch mal. Wir haben uns natürlich überlegt, wir sind hier so ein bisschen ab vom Schuss. Wir haben hier nicht die Steakhäuser wie Frankfurt. Deswegen, die Versicherung hat es uns erlaubt, wir dürfen für euch kochen, wir werden das auch machen, ihr werdet das bestimmt auch alle lecker finden, hoffe ich. Ich denke 90% bestimmt. 10% Schwund ist ja immer. Wir werden jeden Abend für euch ein veganes, / vegetarisches und ein non-veganes, vegetarisches Essen zubereiten. Steht im Wiki auf eh17easterhack.org/dev/food, was es zu essen gibt. Außerdem haben wir von Nachmittag bis spät in die Nacht Pizza für euch, nach eigenem Gutdünken. Etwas günstiger als der Lieferdienst hier, nicht viel, aber ein bisschen. Außerdem tut ihr uns damit einen guten Zweck unterstützen. Und dann haben wir gehört, es gibt Leute, die rauchen Kräuter und dann haben die so Hungeranfälle. Und da haben wir uns gedacht, so Cookies und Muffins sind was, das ist echt cool. Deswegen stehen da hinten viele, viele fleißige Leute in der Küche und backen etliche 100 Cookies und Muffins, die sie natürlich auch gerne unter die Leute bringen wollen. Die gibt's an der Bar zu kaufen, sobald sie da verfügbar sind. Ich denke, so innerhalb der nächsten Stunde dürfte das losgehen. Haben wir sonst noch was zu essen? Ja, ein leckeres Frühstück. Jeden Tag so bis 14, 15 Uhr. Und dann gibt's danach Pizza und abends das Abendessen. Fällt mir sonst noch was ein? Eigentlich nicht. Würden wir sagen, wir wünschen euch noch viel Spaß hier auf dem Easter Hack. Genau, viel Spaß. Erwartet spielen, ihr noch was? Geht spielen. Fragen? Also Q&A? Anyone? Ja, es gibt Gurkhal. Also ich glaube, die heißen hier anders, aber so von der Sache her gibt's sie. Ja, wir haben ungefähr 50 Kilo für euch.